Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge War Thunder mit mir, dem Lanted. Und wie ihr seht, habe ich wieder meinen Lieblingspanzer in einem Spiel, und zwar den Panzer 4A der Deutschen. Ja, ich werde euch heute nicht den Arcade-Modus zeigen, den Gelegenheitsmodus, wie ich ihn jetzt bezeichnen würde, sondern den realistischen Modus mit dem Panzer. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn wir eine Runde gefunden haben, dann gibt es eine kleine Einweisung und ja, bis gleich. Wenn wir schon auf einer Runde Stalingrad und wie ihr seht, gibt es hier Fahrzeugpunkte, die man braucht, also eine bestimmte Mindestanzahl, um ein Fahrzeug zu spawnen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir im höheren Tier. Ja, das sieht gut aus. Und was es mit dem BR auf sich hat, mit dem Battle Rating, werde ich euch gleich erklären. Es ist wie in WOT, plus minus 1 Battle Rating. Mein Panzer ist auf 4,3, wir können also auf 5,3 stoßen als Maximum und auf 3,3 als Minimum. Ja, schauen wir uns mal um. Ich habe schon ein KV gesehen, KV-2, der ja, geklaut wurde von den Deutschen, und ich drehe mal schnell die Minimap ein bisschen größer. So. Wir werden zu Charlie rüberfahren und dann wahrscheinlich eine Flanke starten über B hier ungefähr. So, und warum ich gerne diesen realistischen Modus spiele, von denen wahrscheinlich viele von euch keine Ahnung habt. Es gibt hier kein HUD, es gibt kein Vorhalten, wie im Gelegenheitsmodus, also Arcade. Das heißt, man muss sich seine Ziele selber suchen mit dem Kommandantenfernglas. Und ja, man könnte es ein bisschen als Realität bezeichnen. Dazu gäbe es dann noch den Simulator-Modus. Das ist dann, ich glaube, in fast allen Punkten ziemlich realitätsgetreu. Dort gibt es auch keine Third-Person-Ansicht, wo man mal um eine Ecke schauen kann und solche Sachen. Aber der Realitätsmodus hier ist so ein Mittelding. So eine Art Kompromiss zwischen beiden. Ja, links unten könnt ihr meinen Panzer sehen mit 5 Besatzungsmitgliedern. Bei denen ist es so, ein Panzer kann noch fahren, wenn noch einer überlebt. Aber, oder? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Jetzt daran liegt, dass ich das schon ein bisschen her ist, dass ich War Thunder gespielt habe. So, wir schauen mal, ob hier hinten sich was bewegt. Und wir spielen, die Achsenmächte spielen gegen die Alliierten in diesem Fall. Das kann auch variieren. Die letzte Runde habe ich zum Beispiel mit Amis gegen Russen gespielt. So, da hinten sehen wir auch schon Panzer. Oh, jawohl. Ein Valentine, ein britischer Panzer. Den haben wir da zerstört und... Ah, das ist der KV, der da schießt mit dem Bordgeschütz. So, der Nachteil ist, wie ihr seht, ich bin überhaupt nicht angepasst auf die Situation hier in Stalingrad. Ich habe noch nicht die Schneeteilung freigeschaltet. Das ist einer der Punkte, der mich ein bisschen stört. Man muss erst mit dem Panzer ein bisschen fahren, damit man eine Tarnung bekommt. Aber sonst ist das Spiel relativ ausgeglichen und nicht irgendwie mit Zufall bestückt. Also es gibt man schießt immer genau dahin, wo man hinzielt. Natürlich gibt es auch noch Kugelabfall, und da wurden wir beschossen, und wie ihr seht, wurde mein Turmdrehkranz zerstört. Das heißt, wir müssen den reparieren oder wir müssen den Panzer halt so hindrehen, dass wir auf den Gegner schießen können. Was ist denn das für ein Panzer? Ah, das ist ein T-34, okay. Der da hinten in der im Loch sitzt. Und reparieren wir mal schnell. Und wir schauen nochmal uns mit dem Kommandantenfernglas ein bisschen um. Ihr seht, der MG-Schütz ist ausgefallen und der Kommandanten. Kann ich mal zeigen, das wäre der MG-Schütz, das wäre Kommandant. Wir haben jetzt nur noch 3 Besatzungsmitglieder, das heißt Reparatur dauert länger. Ja. Und je nachdem, was
von einer Besatzung zerstört ist, verliert man auch ja, Nachladezeit oder solche Sachen. So, der Turmdrehkranz wäre wieder repariert. Und unser Kollege hat hier den T-34 zerstört. Ne, da hinten sitzt noch was Großes. Was ist denn das? Hier hinten. Ah. So, er hat geschossen. Wir fahren raus und... Ah, jawohl. Stecken hier den Brand. Zimmern ihn gleich nochmal einen Schuss. Oh, das war ein Archer. Das ist ein britischer Panzerzerstörer. So. Zum Glück hat er den ersten Schuss total versemmelt. Dann konnten wir ihn nämlich zerstören. So, wir gucken uns nochmal um mit dem Kommandantenfernglas. Und, ja. Der Realismusmodus kann manchmal ziemlich nervig sein, weil man nicht weiß, von wo man geschossen, abgeschossen wird. Aber im Großen und Ganzen finde ich ihn ziemlich gelungen und ja, im Vergleich zur WoT ist das Spiel hier, ich will nicht sagen besser, aber für meinen Geschmack ist es wesentlich cooler im Realismusmodus und es ist nicht ein... Ah, ich habe hier einen Zielkreis, da könnte die Kugel hingehen, dort könnte die Kugel hingehen. Ja. Ich habe komische Setups, manchmal hat man nur zwei schwere Panzer, manchmal nur einen und einen mittleren Panzer, der eigentlich ein schwerer Panzer ist und solche Geschichten. Das ist, finde ich, ziemlich unausgeglichen bei WoT und es kann zwar hier auch unausgeglichen sein, aber im Großen und Ganzen gibt es dann, ja, ziemlich... viele Variationen. Und wie ihr seht, sind jetzt auch Flugzeuge hier im Luftraum. Das sah mir eher... Oh, wir brennen. Und davon wird zerstört. Oh, wir haben nur ins Fahrerhaus geschossen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Da sehen wir, das müsste eigentlich eine Flak sein. Ja. Das heißt eigentlich, das ist eine Flak. Und hoffentlich kriegen wir da noch den Kill-Assist und wir stürzen uns jetzt mal in die luftigen Höhen. Waffenkonvergenzpunkt, das haben wir alles eingestellt. Und dann kann ich noch ein bisschen quatschen über die Flugzeuge. Da habt ihr ja schon gesehen, da habe ich mit dem Emanuel, mit den Grandiras oder wie auch immer heißt, ein bisschen... gespielt und ja, wir befinden uns hier in nicht mein Lieblingsflugzeug, aber das Flugzeug, was ich bis jetzt glaube ich am meisten verwendet habe, die BF-109F4, und da hinten sehen wir schon einen Dot und wie ihr seht, muss man sich seine Ziele selber suchen, man sieht zwar das eigene Team, aber man sieht die Gegner nicht und da unten fliegt der Dot. Wir schauen mal. Fliegen erstmal mit Not und stellen noch den Motor ein. Darauf werde ich später zu sprechen kommen und ja. Das sieht mir nicht nach einem modernen Flugzeug aus, würde ich sagen. Na doch, doch, ein bisschen. So, stürzen wir uns mal drauf. So, da haben wir schon Treffer erzielt. Drehen hier ein bisschen ab und wie ihr seht, ist das Fliegen auch nicht so leicht, denn es gibt hier G-Kräfte, also ja, man wird hier, der Pilot wird da stärker in den Sitz gepresst und jawohl, da haben wir eine Abschusshilfe. So, und jetzt, weil wir in der Luft sind und weil unser Team ziemlich viele Flaggen hat, können wir uns hier mal ein bisschen umsehen. So, schauen wir, ob wir hier oben jemanden sehen. Können ja nochmal einen ziemlich coolen Überblick geben über Stalingrad. So. Schauen wir mal. Ah, da hinten kommt noch ein Flugzeug. Das könnte interessant werden. Gut, dann drehen wir mal ab. Wie ihr seht, links oben gibt es eine Menge an Informationen. Es ist nicht allzu viel. Die Geschwindigkeit ist wichtig und wie viel man eigentlich noch an Schuss zur Verfügung hat. Der Rest ist eigentlich irrelevant. Außer die Temperatur des Öls und des Wassers. Und, ah, die Gegner haben sogar zwei Flugzeuge. Das könnte interessant werden. Wir schauen hier nochmal.
Ja, ich glaube, unser Team macht jetzt schon Spawn Rape hier. Unten ist der Gegner Spawn. Und da hätten wir ein Flugzeug. Wo das andere hin ist, weiß ich nicht. Wir stürzen uns mal ein bisschen runter und... Ja, das ist sogar ein Doppeldecker. Ah, vollkommen nicht up to date. So, ist das hier ein feindliches Flugzeug? Nein. Hier unten ist das Feindflugzeug. Ja, da hätten wir noch einen Junker 87, ein Bomber. Und ich finde es cool, dass es hier auch verschiedene Klassen bei den Flugzeugen gibt. Dass es nicht nur Jäger gibt, sondern auch Bomber, Abfangjäger, schwere Flieger und so ein Kram. Also ich finde schon ziemlich genial, was es hier alles so gibt. Und wir sehen rechts unten auch im Killfeed, dass Flugzeug abgeschossen wurde. Ja gut, das jetzt auch wieder tot ist, wie wir sehen können. Und schau nochmal, das ist da unten gelandet. Sehen wir hier noch was am Horizont? Nein. Drehen wir nochmal ab. Schauen nochmal. Ein Spieler müsste es... Ah ne, der Mannheim liegt unten im Wasser. Ah, gut. So, ah, hier wurde noch jemand abgeschossen. Mal schauen, ob wir den T-34 finden. Da unten sehen wir einen. Momentan schießen wir mit der Bordkanone. So. Dann sind wir ja... Wir müssen nur ein Fahrzeug anschießen und bekommen ein paar Punkte. Da, Abschusshilfe. Wunderschön. Und ja, alles in allem finde ich das Spiel echt gelungen. Und es wird mein WOT-Ersatz werden, aber ich... ja, ist manchmal schwer, ein bisschen Lust zu finden für das Spiel. Obwohl es eigentlich ziemlich cool ist, aber manchmal ist es ziemliche Abfuck. Und wir sind sogar auf Platz 3 gekommen. Okay, schön. Dann gibt es noch eine kleine Auswertung und dann sollte es das auch schon für die erste Folge gewesen sein. Ja, wunderschön. Hier seht ihr wieder, es gibt Forschungspunkte, es gibt Credits, es gibt Goldwährung und ja, ihr seht, ich forsche an der Fokker Wolf und einem Jagdpanzer 4. Und wir schauen mal Spielerstatistik. Ja, 2 Panzer abgeschossen. 4 Abschusshilfen, ein Tod und eine Menge Punkte. Ja, schauen wir nochmal hier. Ja, Two Hangar und zeige ich euch noch schnell was zum Panzer 4H. Noch einen kurzen Einblick, es gibt, ja, die Besatzung muss man skillen. Das heißt, man kann sie im Vergleich zu WOT vom ersten Tag an benutzen. Das ist die gleiche Besatzung, das ist die gleiche Besatzung, das nicht. Das auch nicht, aber auch die Flugzeuge haben die gleiche Besatzung und das ist relativ angenehm. Das heißt, man muss eigentlich nur einen Panzer oder einen Slot hier spielen. Für Panzer und bis zum letzten Panzer kann man dann eigentlich alles benutzen. So, wie ihr seht, gibt es hier eine Menge Fähigkeiten und alles und... Es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendig, es macht auch Spaß und wir haben hier sogar einen Auftrag abgeschlossen, mit dem wir uns was kaufen können hier im Shop, aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Gehe nochmal auf den Forschungsbaum ein, damit ihr seht, wie weitläufig das Spiel ist. Ich habe ungefähr 100 Stunden oder so gespielt, müsste das sein. Wie ihr seht, verschiedene Ränge, verschiedene BRs, Battle Ratings. Hier ist der Panzer 4H mit 4,3 und ja. Mit steigendem BA, Battle Rating nimmt auch die Forschungspunkteanzahl für ein Fahrzeug an und ja, bis hin zu ja, Fahrzeugen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Luftwaffe ist auch ungefähr so weit räumig, weitläufig. Verschiedene Jäger, schwere Jäger, Bomber, etwas leichtere Bomber. Und so ein Kram, also es ist, ich finde schon ziemlich cool gemacht, das Spiel. Auch weil es eine Menge an Nationen gibt, es gibt die Amis, es gibt die Deutschen, die Russen, die Briten, die Paner und die Italiener momentan, die aber nur Flugzeuge haben. Ja, und da ich momentan eigentlich nur die Deutschen auf einem relativ guten BR habe, was mir Spaß macht und mit markanten Panzern, die ich auch mag, werdet ihr erstmal nur... deutsche Spiele sehen.
deutschen Fahrzeugen. Und bei den Briten kann ich nochmal kurz zeigen, bin ich auch schon ein bisschen vorangeschritten. Hab schon den ersten T-34 und forsche auch schon am nächsten und habe auch schon einen Panzerzerstörer freigeschaltet. Zwei sogar. Und ja, das soll so ein kleiner Überblick gewesen sein über War Thunder. Wenn euch die erste Folge gefallen hat und ihr euch auf eine zweite freuen würdet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, euer Lettet.